Wollen wir die gleich mitnehmen auf dem Weg so? Wir haben eine Tür. Ein Einsiedler. Die Einsiedlerhütte. Schick, schick. Oh, extra Silberschwert. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich habe sie gesehen. Es ist doch noch hell. Da. Oh Gott. Sieht total vertrocknet aus. So. Das sind die anderen Überreste. Hihihi. Da drüben noch hin? Ich glaube ja, wir brauchen ja einmal rum. Ich glaube so, das war so in der Runde, in dem Akt ja auch die größte Karte, glaube ich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was danach eigentlich alles so passiert. Ist schon ein bisschen länger her. Hab ich ja gesagt. Hm. Oh, hier ist ein Song. Die geht bestimmt in der Nacht das noch richtig ab. Kreis des wandelnden Feuers, ne, da brauchen wir nicht hin. Die Vivan können gerne da bleiben. Ihr könnt da gerne rumspielen. Druidenlaterne auch noch. Wir haben eine Schlucht treten. So. Oh, mein Hund geht da hinten wieder ab. Können wir uns später kümmern. Ich glaube, für den gibt es noch einen Auftrag. Oh, Geralt, du stehst im Wasser. Nicht, dass du den Schnupfen holst. Druidenkreis, okay. Einsiedlerhütte. Ein Bauernhof. Und da kommen wir zur verfallenen Mühle. Und dann gehen wir mal Durchgang zum Dorf. Und wir haben soweit ja alles. Bekanntes Kraut. Wir haben so viele Kräuter hier. Da ist ein Leichnam. Das heißt, hier ist am Abend wieder was los. Oh. Älterenblut. Buch über die Fähigkeiten von Quellen, also Menschen, in deren Adern das Blut der Älteren fließt. Na toll. Was mache ich denn? Ich mache mir ein bisschen Bier raus. Das mit. Und noch eine Mittagserscheinung. Ich weiß gar nicht, wie viele muss ich denn davon kalt machen. Und geht das bei ihm. So, dann kommen wir zum Dorf. Ich weiß ja gar nicht, welche und wie viele ich davon kalt machen muss. Ich glaube, ich habe ja noch nicht alle Sachen erfahren. Ich glaube, das Wichtigste fehlt mir einfach noch. So, Dorf. Okay. Hier haben wir ein paar Wölfchen. Die Wiesen. Nur noch die Zelte, oder? Unbekannte Kräuter. Da war ein Skelett. Schreit er nach einer Falle, oder? Mitten in der Ruine. Interessant. Dieser Leichnam ist schon lange her, aber etwas hindert die Knochen am Verwesen. Ah. Da irgendwo habe ich einen Korb gesehen. Da ist ein Korb.
Soldatenfusel. Was war das denn? Diesen Tausendfüßler. Du bleibst da und ich gehe hier. Da haben wir noch Flussbadeplatz der Najade. Okay. Eingestürzte Brücke. Maurer. Pat. Hahn, Pat. Maurer. Maurer, Hahn und Pat. Na, Jungs. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Wie lange werden die Arbeiten dauern? Wie lange werden die Arbeiten dauern? Etwa einen Monat, wenn uns die Grix nicht stören. Grix? Einen Monat. Wegen ein paar kleiner Risse. Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Braucht ihr einen? Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Grix. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Grix vertreibt. Na gut. Muss zur Heilerin gehen und sie fragen, wie man mit Grix verfahren. Ein der Grix? Ja. Hui. Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier Andacht? Wollen wir es herausfinden? Ah. Okay, die brauchen was zu saufen. Und wieder der Riesentausendfüßler. Wollen wir mal zum See gehen, aber dann zum Fluss hier. Hier ist der Badeplatz. Ja. Also hier muss ich, glaube ich, hin. Im Dunkeln auch. Also viele Sachen sind hier im Dunkeln. So kann man das Spiel auch in die Länge ziehen. Oh, Region wird betreten. Hügel. So, dann haben wir ja hier unten Reste von Ruinen, haben wir was. Wieder des Heilers, da müssen wir auch noch überall hin. Ich glaube, hier zurück selbst brauche ich nicht. Ah, ich habe ja noch das Buch der alten, älteren Blut. Es ist unmöglich, die Gene von Lara Doreen exakt zu verfolgen. Schicksale ganzer Generationen gerieten mit der Zeit in Vergessenheit. Unklare Abstammungslinien, illegitime Kinder, absichtliche Fälschung und mangelnde Quellen verzerren das Bild noch weiter. In vielen Fällen ist das Elternblut zu dünn und hat seine Macht eingebüßt.
Zudem schreibt nicht jede Quelle ihre magischen Fertigkeiten der Abstammung von Lara zu. Okay. Wenige, in denen die Mutation stattfand, zeichnen sich durch ungewöhnliche Fähigkeiten aus. Sie vermögen, durch Zeit und Raum zu reisen und besitzen gewisse magische Fertigkeiten. Diese Talente freilich sind wild und unkontrolliert. Sie manifestieren sich unter großer Belastung oder emotionalen Gefühlsballungen und überraschen sogar ihre Besitzer. Okay. Es sind Fälle bekannt von Reisenden, deren eigene Fähigkeiten sie weit durch Raum und Zeit geschleudert haben. Darum sollte die Bruderschaft der Zauberer den Quellenkindern ihre besondere Aufmerksamkeit widmen und sie unter strenger Bewachung erziehen. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Glossareintrag hinzu. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Dann können wir hier mal kurz zum Heiler laufen und so. Und ich komme zum Siegufer. Hier sind die Vorbereitungen für die Party schon in vollen Gänge. Noch mehr Hochzeitsgäste. Da ist der Julian und Selina. Okay. Heiler ist denn. Der Heiler ist da. Okay. Gehen wir erstmal zu den Leuten hier. Aha. Oh, was sie sagen. Hey, Selina. Guten Morgen, Hexer. Seid gegrüßt. Ihr seht traurig aus. Meine Schwester heiratet einen Mann, den sie nicht einmal mag. Ich habe für die Hochzeit nichts anzuziehen, da unser Vater alles für die Mitgift seiner geliebten Tochter ausgibt. Außerdem ist es höllisch heiß. Aber sonst ist alles bestens. Hört sich ja nicht so gut an. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ich möchte gern mit euch reden. Schon wieder? Ich möchte gern mit euch reden. Ich bin nicht in Plauderstimmung. Toll, ne? Ja, eine Frage stellen. Ja. Und dann auf einmal. Nö, doch nicht. Also wir im Gasthaus. Der richtige Platz und Ort für den Bitcher. Och, nö. Geralt, seid ihr das? Wie geht es euch? Du schon wieder. Ich habe Alwin gefunden. Alwin? Moment, Triss wollte, dass ich etwas tue. Sie hat es mir eine Stunde lang eingebläut. Ah, genau. Ich habe ein Demeritum-Amulett für ihn. Rittersporn, man kann sich wirklich nicht auf euch verlassen. Ist das so? Nun, da fällt mir wieder ein, ich hatte ein Päckchen für euch. Ein Päckchen? Ich weiß es nicht. Irgendetwas, aber vielleicht habe ich es ja verloren. Hört auf zu schmollen, Rittersporn. Was habt ihr für mich? Gut, ich habe einen Brief von eurer Liebsten. Shani, her damit. Iha, ein Brief von Shani. Ich muss Alwin das Amulett umbinden. Okay, okay, okay. Erhalten Brief von Shani. Brief von Shani. Von Shani, Geralt. Ich habe mit Rittersprung geredet und muss und von ihm euren Aufenthaltsort erfahren. Ich hielt es für eine gute Idee, ihn zu euch zu schicken. Es ist der außer Hörweite der hiesigen Klatschbasen. Okay. Ich wollte auch, dass er diesen Brief zustellt und sich vielleicht ein wenig um euch kümmert. Ich bin wirklich sehr um euch besorgt und finde, jemand sollte euch zur Seite stehen. Rittersporn war stets ein treuer Freund. Setzt euch bitte, wie ihr weiterlest, den etwas Schrecklicheres. Setzt euch bitte, ehe ihr weiterlest, denn etwas Schreckliches ist geschehen. Alwin ist verschwunden. Ich bin überzeugt, dass seine magischen Talente dafür verantwortlich sind. Okay, okay. Er könnte sich in der Nähe eines Flusses oder Sees befinden, denn als er bei mir lebte, ging er immer gerne raus zum Deich. Bitte findet ihn, wo immer er ist. Ich weiß, ihr mögt den Jungen so sehr wie ich. In Wahrheit sind wir drei fast so etwas wie eine Familie. Und ich weiß, wenn eure Mission beendet ist, werdet ihr auch besser verstehen, was ihr fühlt. Okay, ihr werdet Alwin ein guter Vater, sagte ich schon, dass ich mir Sorgen um euch